Servus und willkommen zu einer neuen Aufnahme von World of Warcraft. In der letzten Aufnahme sind wir stehen geblieben, hier bei Jessup McCree. Der wollte, dass wir ein paar seiner Kollegen retten aus diesen Käfigen und ein paar gestohlene Pulverfässer zurückholen. Damit werden wir jetzt auch direkt anfangen. Ich möchte mich jetzt am Anfang nochmal entschuldigen für die, für den blöden Schnitt in den letzten Folgen, die ich hochgeladen habe. Da gab es irgendwie ein Problem mit meinem Renderprogramm. Ich konnte die nicht sekundengenau schneiden hinterher. Also die Aufnahme. Und ja, da gab es Probleme. Deswegen werde ich jetzt, quasi wenn die Zeit voll ist, einfach meine Aufnahmetaste zweimal drücken. Und dadurch habe ich quasi schon vor dem Rendern einen Schnitt. Und damit sollte es dann eigentlich auch gehen. Das heißt, ich werde jetzt trotzdem eine Stoppuhr nebenbei laufen lassen. Aber es wird trotzdem nicht jede Folge eine Begrüßung und eine Verabschiedung geben. Ja, also wie gesagt, die Aufnahmesession bleibt. Hoppala. Die Aufnahmesession bleibt und ja, die Folgen sind halt dann für mich angenehmer quasi hochzuladen und fertigzustellen. Aber für euch ändert sich da eigentlich gar nicht viel. So, jetzt haben wir beim Quasseln schon fast die Hälfte der Pulverfässer eingesammelt von den Trocks hier. Das sind irgendwelche lustigen Viecher. Ich habe bis heute nicht feststellen können, was das für Viecher sind, genau. Irgend so eine Abart zwischen Menschen und, ja, weiß nicht. Schon ein bisschen extrem aggro, aber gut. Alles klar, 5 von 7, super. Da müssen wir nur noch ein paar Käfige finden. Ich muss näher ran. Dass wir hier seine Kumpanen befreien können. Einmal drauf zugestürmt. Na, die kicken einen noch immer hinter. Das ist ziemlich nervig. Müssen wir aufpassen, dass er uns nicht in einen anderen Gegner rein kickt. Ja, diese lustigen Viecher hier, das sind quasi neutrale Tiere in der Welt von Azerith. Also quasi diese Welt, in der wir uns befinden, nennt sich Azerith. Und das sind halt diese neutralen Tiere. Und da gibt es auch Erfolge. Da muss man nämlich einen Emote machen. Und zwar mache ich das mal. Der nennt sich Liebe. Und dann steht hier unten, ihr liebt Berghase. Und wenn wir... Oh, ich weiß gar nicht, es sind... Einige Viecher. Wenn man die alle liebt, dann kriegt man auch so einen Erfolg. Genau, hier ist es. Ob groß, ob klein, Tiere sind alle fein. Zeigt den Tieren in Azerith, wie sehr ihr sie liebt. Okay, ich sehe gerade hier, dass der Berghase nicht dabei ist. Aber eigentlich alle anderen normalen Tiere, zum Beispiel Eichhörnchen oder Kaninchen oder Schafe oder Widder oder keine Ahnung, was Katzen. Wenn wir die quasi per Emote lieben, dann werden die dort als, ja, geliebt angehakt. Und wenn wir alle zusammen haben, kriegen wir einen Erfolg. Das heißt, das können wir nebenbei machen, immer wenn wir auf so neutrale Tiere stoßen, können wir, ja, so einen kleinen Emote machen und dann gibt es halt irgendwann einen Erfolg dafür. Ist jetzt nicht wichtig, aber nebenbei kann man es schon mal machen. So, da pennt einer. Der wird uns eventuell angreifen. Nee, der ist ziemlich weit weg. So, 3 von 6. Schauen wir mal, ist der Käfig schon offen? Da ist, glaube ich, noch einer drin, gell? Ja, wunderbar. Dann fehlen uns noch 2. Dann würde ich sagen, nehmen wir ihn hier hinten. Oh, das schaffen wir vielleicht auch. Der läuft da gerade weg. Ich bin außer Reichweite. Yep, schaut gut aus. Sehr schön. Und einmal den Käfig geöffnet. Und wir sind fertig mit unseren beiden Quests. Wir könnten auf dem Weg noch ihn hier mitnehmen. Gibt ein bisschen Erfahrung. Noch nicht bereit. Oder muss ich, glaube ich, gleich was einstellen. Wenn ich diese Folge beende. Da habt ihr gerade diese Leiste gesehen, hier mittig. Das ist eine Timer-Leiste und die muss ich dann wohl mal verschieben nachher. Aber das mache ich später. So, kommen wir hier vorbei. Ja, schaut gut aus. Sehr schön, Jessup. Und da sind wir auch schon mit deinen beiden Quests. Gehen wir sie mal ab. Vermisst! Ihr habt meinen Dank und den der Männer, die ihr gerettet habt. Ich habe die Jungs schon die Ausrüstung in der Höhle aufstellen lassen. Bald sollte alles bereit sein. Sehr gut. Seid auf der Hut. Und da gehen wir noch die zweite Quest ab. Bringt meinen Sprengstoff zurück. Habt ihr meine fehlenden Vorräte gefunden? Aber sicher doch. 7 gestohlene Pulverfässer für dich. Bitte sehr. Und wir kriegen die nächste Quest von ihm. Die Folgequest. Eine unvollendete Aufgabe. Mein Team hat die Pulverfässer und den Zünder bereits am Ende der Höhle im westlichen Teil der Höhle der Frostmähnen angebracht. Ihr müsst nur dorthin vordringen und den Zünder aktivieren. Dann explodiert das Pulver und die Tunnel brechen ein.
Dann werden die Trox die Tiefen der Erde nicht mehr verlassen. Mechadrill wird mit den restlichen Trox leichter fertig werden, wenn ihr ihren Anführer, der sich selbst Boss Brogor nennt, ausschaltet. Viel Glück, Marilee. Ja, wir müssen jetzt in eine Höhle, die befindet sich hier vorne. Sieht man was? Ja, da steht ein Baum davor, aber da sieht man den Höhlenangang. Da werden wir jetzt reingehen und dann müssen wir quasi den Boss der Trox umbringen und den Tunnel zum Einsturz bringen, indem wir eine Bombe zünden, die scheinbar schon dort aufgestellt ist. Und dafür bekommen wir dann, müssen wir mal gucken, Kettenhände, Ledertaille und Stoffhände. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Kettenhände nehmen, weil die für uns am meisten Rüstung bringen. 26, 15 und 7. Ja, dafür werden wir uns entscheiden. Fort mit euch. Und ich würde sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Ich weiß von einer vorherigen Testaufnahme, dass... Ja gut, ich verrate jetzt mal nichts. Soll ja ein bisschen spannend werden. So, einmal drauf losgestürmt. Oh, da kommt auch direkt der zweite. Oh, weg. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht. So, einer ist tot, wunderbar. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Und der zweite dürfte auch gleich weg sein. Nicht genug Wut. Auf geht's, Marilee. Sehr schön. So, mal gucken. Oh, okay. Das ist gut, dass der angestürmt kommt. Nein, wir uns nicht mit Gift. Brauche mehr Wut. Nicht bereit. So, was macht dieser Debuff? Er leidet alle 3 Sekunden Naturschaden. Alles klar. Aber es zieht wieder so wenig ab. Das ist absolut vernachlässigbar. Wie gesagt, es wird im späteren Spielverlauf noch deutlich ansteigen. Da kriegt man dann teilweise echt brutal viel Schaden rein von diesen Debuffs. Und später in Dungeons, die nennt man in World of Warcraft Instanzen, da werden wir auch absolut einen Heiler brauchen, der quasi diese ganzen Debuffs von uns nimmt, beziehungsweise gegenheilt. Und deswegen geht man in diese Instanzen auch... Hoppala, jetzt kommen zwei. Deswegen geht man in diese Instanzen auch immer zu fünft. Also quasi ein Tank, was wir machen werden. Ein Heiler, der sich quasi um die Gesundheit der Gruppe kümmert. Und mit 3 sogenannten Damage-Stealern. Das sind Magier, Hexenmeister, solche Klassen halt, die richtig viel Schaden austeilen können und quasi möglichst viel Schaden am Gegner anrichten. Und wir als Tank werden darauf achten, dass wir quasi die Gegner an uns binden, dass unsere Damage-Stealer und auch der Heiler nicht von den Gegnern angegriffen werden. So, da kommt auch schon der nächste. Und ja, das ist wie gesagt unsere Aufgabe als Tank, die Gegner von unseren Kumpanen quasi fernhalten, dass sie Schaden machen können und heilen können, ohne dass sie quasi mit irgendeinem einkommenden Schaden für sich rechnen müssen. So. Also ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber meine Befürchtungen bestätigen sich gerade nicht. Ich hatte ja vorhin gesagt, in der Höhle könnte etwas Böses passieren. Das schaut nicht so aus. Hm? Okay, jetzt kann ich es auch verraten. Hier läuft normal so ein Level, keine Ahnung, Level 10 Viech oder so rum. Der hieß irgendwie Altvater irgendwas. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Und ja, der zieht uns mit einem Schlag ungefähr ein Viertel von unserem Leben ab. Das heißt, wir haben eigentlich keine Chance, da zu bestehen gegen ihn. Aber jetzt ist er nicht da. Der ist hier immer hoch und runter gelaufen. Kann sein, dass er irgendwie nur wegen dem Festtag oder so im Spiel war. Ich habe keine Ahnung. Also es ist auch so, dass es bei World of Warcraft an Festtagen und bestimmten Eventtagen quasi bestimmte NPCs gibt in Dungeons, die halt spezielle Sachen droppen. Also besondere Items, die es halt nur einmal im Jahr gibt quasi. Hey cool, Level Up Stufe 5, sehr schön. Und ja, es kann sein, dass dieser Altvater irgendwas, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, dass der quasi so ein Festtagsmob war. Auf jeden Fall hätte der uns jetzt einige Male getötet. Aber das ist uns Gott sei Dank jetzt erspart geblieben. Das heißt, wir können hier ohne einen Tod rausspazieren, haben unsere Quests fertig, können auf dem Weg raus noch ein paar Gegner töten, bisschen Erfahrung sammeln. Kann ich noch nicht tun, noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht tun. Sehr schön. Die respawnen aber ziemlich schnell, so wie es mir vorkommt. So, mal schauen, ob wir den einzeln pullen können. Sehr gut. Der untere ist noch unten geblieben, ohne uns zu sehen. Jetzt bewirf uns doch nicht dauernd mit irgendwas. Komm. Sehr schön. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit.
So, mal gucken. Kommen wir an dem unteren... Ach, nehmen wir den einfach mit. Scheiß drauf. Hm, der schaut ja lustig aus mit den Pilzen, die auf seiner Schulter wachsen. Nicht genug gut. Müsste sich auch mal waschen, der kleine Mann. So. Okay, der hat uns gesehen. Und wie gesagt, dass uns Gegner angreifen, hat einerseits, ja, von der Entfernung, hängt von der Entfernung ab, die wir zum Gegner stehen, und als zweites auch von dem Level, den der Gegner hat. Wir haben jetzt zum Beispiel Level 5 und er hier Level 3. Bis 2 Level Unterschied sind die Gegner gelb. Wenn sie quasi mehr als 2 Level unter einem sind, dann bekommen sie so eine grüne Zahl. Das heißt, ja, die sind nicht mehr so gefährlich für uns. Und dementsprechend greifen sie uns auch erst an, wenn wir deutlich näher an ihnen dran sind. Als wenn sie jetzt zum Beispiel, ja, auf unserem Level sind. Und wenn die Gegner mehr als 2 Level über uns sind, dann kriegen die einen Orangennamen. Und sobald sie, ich glaube, 5 Level über uns sind, also quasi, wenn sie 3 und 4 Level über uns sind, haben sie so einen Orangennamen. Dadurch greifen sie uns auch an, wenn wir deutlich weiter entfernt sind. Und ab 5 Leveln haben sie einen roten, ja, quasi so eine rote Zahl als Level. Und da greifen sie uns schon aus sehr großer Entfernung an. Und das Problem dabei ist auch, dass wir an höherstufigen Gegnern weniger Schaden machen. Das kann ich hier auch mal zeigen, beziehungsweise mache ich das, sobald ich hier draußen bin. Nicht, dass die hier spawnen. Und wir dann während dem Erklären hier noch von Gegnern angegriffen werden. So, gehen wir mal zu Jessup und dann werde ich das mal erklären. So, einmal hier. Quest geben wir gleich ab. Sodala, also. Wo war das? Trefferchance. Hier sehen wir das. Die Trefferchance können wir später auch mit bestimmten Items bzw. Verzauberungen erhöhen, aber es ist so, dass quasi hier auf der rechten Seite, ich kann da jetzt nicht mit der Maus hinnehmen, aber ich sag ja, was da gerade los ist. Wenn da steht zum Beispiel Stufe des Ziels 5, Chance zu verfehlen sind 5%. Und je größer der Stufenabstand zwischen uns und dem Gegner ist, desto größer ist quasi die prozentuale Chance, dass wir verfehlen. Und Stufe 8 Gegner, die sind quasi 3 Level über uns. Die, da verfehlen wir quasi mit 8%iger Chance. Und je höher dieses Level wird, dieser Levelunterschied zwischen uns und dem Gegner nach oben hin, desto eher werden unsere Schläge verfehlen und desto eher sollten wir uns auch vorerst von solchen Gegnern fernhalten. Und mit diesem Altvater da drin, der hatte, wie gesagt, Level 10 oder so, den hätten wir eigentlich kaum getroffen und er schlägt uns halt für, keine Ahnung, die Hälfte unseres Lebens. Deswegen muss man da ein bisschen drauf achten, aber es steht ja auch hier am Namen immer dran, welchen Level die haben, und dann kann man sich dementsprechend den Gegner nähern oder auch vielleicht ein bisschen entfernter wegbleiben. Was kann ich für euch tun? Aber gut, geben wir erstmal unsere Quest ab. Eine unvollendete Aufgabe. Ich konnte die Explosion selbst hier oben spüren. Meine Jungs haben die Sprengung gut vorbereitet, aber ohne eure Hilfe hätte uns das nichts genutzt. Es ist nur gerecht, wenn ich mein Vertragshonorar mit euch teile. Schließlich habt ihr unsere Aufgabe vollendet. Ja. Und als Belohnung nehmen wir, wie gesagt, die Spannungshandschuhe, weil die für unsere Zwecke am besten ist, da wir damit am meisten Rüstung bekommen. Und es ist auch so, dass zum Beispiel Magier, das ist eine Stoffklasse, die können weder Kette tragen, noch Leder, noch Platte. Das heißt, es hängt auch ganz von der Klasse ab, was wir für Items tragen können. Also wir könnten als Krieger auch Stoff tragen, aber dadurch, dass wir als Krieger sehr viel Rüstung brauchen... Es ist eigentlich Schwachsinn, hier zum Beispiel die Handgelenke mit 7 Rüstung zu nehmen, wenn wir stattdessen die Handschuhe mit 26 Rüstung bekommen können. Und die nehmen wir natürlich auch dankend an. Können wir auch gleich ausrüsten mit einem Rechtsklick. Und dann steigt auch unsere Rüstung auf 66. Wunderbar. Und wir kriegen die nächste Quest von Jessup McCree. Und noch etwas. So, dann werde ich meine Sachen packen und mich der nächsten Aufgabe widmen. Irgendwo gibt es immer etwas zu sprengen. Irgendwo gibt es einen Berg, der bewegt werden muss, oder eine Schlucht, die gegraben werden muss. Dafür bin ich da. Würdet ihr mir vielleicht noch einen Gefallen erweisen? Würdet ihr diesen Bericht zu Hochtüftler Mechadrill in Neutüftlerstadt bringen? Er sollte wissen, dass die Trocks seinem Volk in nächster Zeit keine Probleme mehr machen werden. Wunderbar, und das durch unsere Hilfe. Ja, der gibt uns für das Ganze, für den ganzen Spaß 5 Kupfer und 25 Erfahrung. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg zu Mechadrill. Ist jetzt wieder ein bisschen ein kleiner Weg zu laufen. Aber ist ja kein Problem. Ich schütte mir hier derweil nochmal was Gesundes zu trinken ein. Nicht wie in den letzten Folgen und Aufnahmen und auch bei Jacked Alliance, wo ich eigentlich immer erwähne, dass ich Cola trinke. Ich trinke natürlich ab und zu auch mal was Gesundes.
Diesmal ist es so ein hohes C-Frühstückssaft. Yummy, yummy, yummy. Man muss ja auch mal Vitamine zu sich nehmen, gell? Also, Prost. Ja, sehr lecker. Ich weiß gar nicht, darf ich in den Aufnahmen irgendwelche Firmen nennen? Oder ist das schon Schleichwerbung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach. So, da sind wir auch schon. Dann geben wir mal die Quest ab. Und im Hintergrund läuft wieder die epische Musik von World of Warcraft. Ja, Hochtüftler Mechadrill. Hallo, willkommen in Tüftlerstadt. Willkommen zurück, Merrily. Jessops Bericht abgegeben. Der Hochtüftler liest Jessops Bericht. Großartige Neuigkeiten. Ohne die Trox können wir unsere Aufmerksamkeit endlich dem Ärger widmen, den Ritzelstoß verursacht. 5 Kupfer und 25 Erfahrungen. Wunderbar.